Herr Lang, es ist mir eine Ehre. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie meine Einladung zu so ungewöhnlicher Stunde angenommen haben. Anstatt eines offiziellen Besuchs dachte ich mir, es wäre angenehmer, sich in meinen Privatgemächern zu treffen. So kann man neugierigen Blicken entgehen. Mein werter Josef, die Gerüchte über den Bann des Mabuse bereiten mir Sorgen. Sie gestatten doch, dass ich Sie Josef nenne? Gerda hat so viel von Ihnen erzählt. Sie hatten Ihre Vorzüge gepriesen, die anscheinend sehr zahlreich sind. Ich hatte nicht erwartet, einen Rivalen Ihres Formats zu haben. Gratuliere. Sie haben mich des schönsten Juwels von allen beraubt. Vergessen Sie das, werter Professor. Die Politik ist eine bei weiterem anspruchsvollere Geliebte. Folgen Sie mir. Darüber hinaus hat sie aber auch ihre Vorzüge. Wie zum Beispiel ihr neues Meisterwerk vor allen anderen sehen zu können. Kommen Sie her. Wir sind nicht naiv, Herr Lang. Wir wissen, dass Ihr Film gegen uns gerichtet ist. Aber wir wissen auch genau, wer die Menschen mit Talent sind. Wie die liebe Leni Riefenstahl. Vor ein paar Tagen bin ich ihr begegnet. Die sprach nur von Ihnen. Die Leni. Sie träumt nur von Ruhm und Film. Unser Führer betet sie an. Er plant, sie zu bitten, den Reichsparteitag zu filmen. Herr Lang, Deutsch.